In Star Wars Jedi Survivor gibt es richtig viele Outfits. Die 5 besten zeige ich euch in diesem Video, natürlich mit Fundort, dass ihr sie euch holen könnt und cool aussieht. Bleibt gespannt. Servus Jedis, willkommen zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid alle noch ordentlich am Reinsuchten, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Corpheus, bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Zu Beginn habe ich für euch noch eine wichtige Info. Wenn ich euch gleich die Fundorte der Kleidungsstücke und der Farben zeige, müsst ihr eins wissen. Ich zeige das euch anhand eines Jackenbeispieles. Es gibt 2 Truhen. Aus der einen Truhe bekommt ihr die Jacke und aus der anderen die Jackenfarbe. Jetzt ist es so, die Truhen sind miteinander connected. Egal welche Truhe ihr zuerst öffnet, Truhe 1 oder Truhe 2, ihr bekommt immer zuerst die Jacke raus und bei der zweiten Truhe dann die Farbe. Habt ihr noch keine von beiden eben gesammelt, dann ist die Reihenfolge wie im Video. Solltet ihr aber schon zum Beispiel die zweite Truhe geöffnet haben, habt dort die Jacke rausbekommen, dann bekommt ihr natürlich aus der ersten Truhe die Farbe raus und dann kann es natürlich zum Video einen Unterschied geben, nur zur Info. Ich beginne mit dem taktischen Outfit, das bekommt man sehr früh schon im Spiel. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus, damit bin ich komplett durch die Story durchgepusht in dieser grün-gelben Variante. Und dieses Outfit besteht aus 3 Teilen plus 3 Farben. Die Jacke habe ich an folgender Position bekommen und zwar ganz am Anfang in Kobo. Das ist wirklich das allererste Gebiet. Wenn man landet, läuft man ein paar Meter und kommt dann zu dieser Stelle. Dort, wo der Cursor ist, da müsst ihr hin. Kann man schwer verpassen und ihr seht hier auch schon die Truhe. Wenn man die öffnet, bekommt man die Jacke. Das Hemd findet man coolerweise direkt in der Siedlung. Dort gibt es natürlich auch eine Truhe. Ihr seht, auf welchem Haus ich mich hier befinde. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Einfach aufs Haus draufklettern und dann seht ihr, hier ist die Truhe. Dort bekommt ihr das Hemd raus. Die Hose bekommt ihr an folgender Position. Ich habe hier extra ganz rausgezoomt. Ist auf dem Weg von der Hauptstory nach der Siedlung. Ich zoome hier auch nochmal einen Tick näher ran. Ihr seht, ihr müsst einmal außen rumlaufen. Da, wo der Cursor ist, befindet sich die Truhe. Und ihr seht hier einen kleinen Ausblick. Richtig schön. Und auf der linken Seite, auf nochmal einem kleineren Podest, ist die Truhe. Und da bekommt ihr die Hose raus. Nun komme ich zu den Farben. Die erste ist von der Jacke, befindet sich hier an dieser Position, genau dort, wo der Cursor ist. Ich zoome gleich ein bisschen ran. Kommt man auch im Laufe der Story sehr früh im Spiel vorbei. Und direkt hinter so einem Zelt befindet sich die Kiste. Ihr seht auch weiter rechts, ist eine Schnellreise. Und dort hat man das allererste Mal auch die Fähigkeit benutzt, Tiere zu kontrollieren. Und ihr seht, hinter dem Zelt ist die Kiste und dort kommt die Farbe der Jacke raus. Die Farbe vom Hemd befindet sich genau hier an dieser Position. Es ist im mittleren Gebiet zentral gelegen. Ich zoome ein bisschen ran und genau wo sich der Cursor befindet, dort ist die Truhe. Und da bekommt ihr, wie gesagt, die Farbe vom Hemd raus. Zu guter Letzt habe ich für euch noch die Farbe von der Hose. Brauche ich auch nicht viel von der Karte zeigen. Es ist nämlich in der Siedlung. Ihr seid unten im Versteck drinnen. Ich spule das Ganze ein bisschen vor. Ihr müsst hier etwas länger laufen, euch dann links halten. Ihr müsst schon die Fähigkeit haben, hier durchzuhüpfen. Man kommt auch anders in die Höhle rein. Ich glaube, aber da braucht man auch die Fähigkeit. Und dann müsst ihr hier einfach tauchen gehen. Hier unten befindet sich die Kiste und dort bekommt ihr die Farbe von der Hose raus. Das zweite ist jetzt das Commander-Outfit. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Gerade mit dieser Brustplatte macht es einiges her. Und auch dieses Outfit besteht aus 3 Teilen und 3 Farben. Und wo ihr die Sachen herbekommt, zeige ich euch mal. Ich beginne wieder mit der Jacke. Hier sind wir auf Jeddah im mittleren Gebiet auf der rechten Seite. Ich zoome mal ganz kurz ran in der Nähe der Basis. On top auf 12 Uhr. Seht ihr, ist auch eine Schnellreise, muss nicht wirklich weit laufen. Und dort steht eben eine Kiste rum, öffnet sie und ihr holt die Jacke raus. Als nächstes kommt jetzt hier die Hose und nicht das Hemd, weil das Hemd bekommt man auf einem anderen Planeten. Und ich bin hier immer noch auf Jeddah unterwegs, auch im mittleren Gebiet. Ich zoome mal ganz kurz ran, direkt bei einer Schnellreise. Und ja, daneben befindet sich die Truhe. Einfach öffnen und ihr bekommt die Hose raus. Das Hemd befindet sich jetzt auf Kobo und zwar direkt in der Mitte und zwar bei der Händlerin. Einfach reinlaufen, den Shop öffnen und dann findet ihr eingereiht eben das Hemd und könnt ihr für ein paar Steine, Erze, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, kaufen. Die Farbe ist coolerweise gleich mit dabei.
Die Farbe der Jacke bekommt ihr im Ladegerüst auf Kobo. Ich habe extra ganz rausgezoomt, dass ihr das Gebiet findet, schneller. Und ja, man kommt dort natürlich mit der Story vorbei. Und ich bin auch an einer Schnellreise, könnt ihr auch hinreisen. Und dann haltet euch links. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen vorgespult auf eine 300er Geschwindigkeit. Ist ein bisschen weiter, müsst hier durch dieses grüne Tor durch, die Wand nach oben, nochmal durch. Dann hier auch die Wand links, rechts hochspringen. Und das letzte Mal nochmal an den Wänden entlang rennen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann kommt hier eine Kiste und dort bekommt ihr die Farbe raus. Die Farbe der Hose befindet sich coolerweise im gleichen Gebiet. Auch hier wieder bin ich an der Schnellreise, müsst ihr sowieso auch zurück. Und ja, einfach hin nochmal. Ich bin jetzt direkt mittig auf der Plattform und muss mit dem kleinen Roboter oben diese Energiezelle anschießen. Dann wird sie mit Strom versorgt. Hier oben geht dann dieses Schild weg und ihr könnt eben hochhüpfen und euch die Farbe der Hose abstauben. Das dritte Outfit wäre das Bomber-Outfit. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus und erinnert mich irgendwie ein bisschen an Guardian of the Galaxy. Und es besteht auch aus 6 verschiedenen Teilen, 3 Rüstungsteilen und 3 Farben. Ich beginne wieder mit der Jacke. Die befindet sich auf Kobu in der Mitte, im mittleren Gebiet, nicht weit entfernt von der Basis. Ihr müsst nur weit nach außen laufen in die Pampa. Und ihr seht, da ist so eine kleine Höhle. Und ganz am Ende befindet sich eben diese Truhe. Dort warten auch einige Gegner für euch. Und wenn ihr die Truhe öffnet, bekommt ihr die Jacke raus. Das Hemd befindet sich auch im mittleren Gebiet, diesmal aber an einer anderen Schnellreise. Ich glaube, ihr braucht auch ein Reittier, um dort das erste Mal hinzukommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr die Schnellreise habt, auf jeden Fall perfekt. Das ist in so einer feindlichen Basis. Lauft dann einfach nach hinten. Hier sind einige Gegner, die müsst ihr auch ausschalten, bevor ihr die Truhe looten könnt. Und da bekommt ihr, wie gesagt, das Hemd raus. Die Hose befindet sich jetzt in einem anderen Gebiet, habe extra weit rausgezoomt, dass ihr das hervorgehoben seht. Ich zoome einmal ran, ich bin jetzt nicht mehr direkt bei einer Schnellreise, die Schnellreise ist rechts, ja, oder jetzt oben auf 12 Uhr. Ich bin ja den Weg runter gehüpft, wo sich Wasser befindet, da ist auch der Fischer und hier bekommt ihr die Hose raus. Ich komme nun zu den Farben, diesmal ist auch eine andere Reihenfolge. Ich beginne mit der Hose, die befindet sich direkt beim Schiff. Ja, also ich bin einfach beim Schiff, hüpft runter, unten drunter durchlaufen. Ihr braucht ja auch eine spezielle Fähigkeit, die ihr im Laufe der Story bekommt. Öffnet das Tor und dahinter gibt es dann die Farbe der Hose. Die Jacke der Farbe ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich befinde mich in der Mitte in Kobu, einfach in der Stadt oder in der Siedlung. Und dort ist eine Person an der Wand und die müsst ihr ansprechen. Die erscheint erst im Laufe der Story und die gibt uns ein Gerücht, dass wir in eine Höhle reingehen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob man ohne dieses Gerücht auch in diese Höhle reinkommt. Das müsst ihr testen. Ich zeige euch mal, wo sich die Höhle befindet. Ich befinde mich jetzt nicht weit von der Siedlung entfernt. Ihr seht auf der linken Seite noch das Raumschiff markiert. Ich bin einfach rübergelaufen ohne eine Schnellreise. Und wenn ihr hier ankommt, dann ja, müsst ihr auf die andere Seite rüberfliegen. Schnappt euch das Flugtier und fliegt einfach hinter das Haus. Dort warten ein paar Gegner auf euch, die ausschalten. Und dann müsst ihr die Platte wegziehen und dann kommt ihr in diese Höhle rein. Relativ am Anfang müsst ihr in ein Loch hüpfen und dann geht hier diese Brücke kaputt. Das kann man wirklich nicht verfehlen. Und von hier müsst ihr im Endeffekt nach rechts. Dort warten auch einige Gegner auf euch. Ich habe das Ganze mal vorgespult. Einfach hier runter in die Höhle weiter rein. Die ganzen Gegner an der Stelle ausschalten. Die Höhle ist ultra riesig. Dort findet man auch ein Karten-Upgrade, was ihr im letzten Video auch, was ich euch dort gezeigt habe. Und ihr hüpft dann hier einfach nochmal runter. Ihr braucht hier auch eine Fähigkeit in dieser Höhle, die schaltet man später frei im Laufe der Story. Und wenn ihr hier alle Gegner besiegt habt, dann könnt ihr eben die Truhe öffnen und dort gibt es dann die Farbe von der Jacke. Die Farbe vom Hemd befindet sich jetzt auf einer Raumstation, kommt man im Laufe der Story vorbei. Ich bin direkt bei der Schnellreise oben, habe das Ganze vorgespult. Ihr geht nach links und hüpft dann runter und geht weiter in die Raumstation rein. Müsst hier euch auch durchpushen mit der einen Fähigkeit, die man auch im Laufe der Story dann bekommt. Und hier müsst ihr euch so nochmal durchquetschen und dann mit dem kleinen ja, Roboter von euch müsst ihr dann hier reinschießen in die Energiezelle. Und dann kommt dieses Teil hierher, könnt euch dann rüberschwingen, rüberschießen und hier bekommt ihr dann die Farbe von dem Hemd raus.
Outfit Nummer 4 ist das Outrider. Gefällt mir auch richtig gut. Sieht auch besonders aus. Kommt man sehr leicht dran oder eher gesagt sehr schnell. Und zwar müsst ihr nur in die Siedlung zur Händlerin und dort könnt ihr das komplette Outfit einkaufen. Besteht auch aus 3 Teilen. Die Farbe wird gleich mitgekauft. Super angenehm. Man kommt wahrscheinlich ein bisschen später erst ran, weil man es eben kaufen muss. Aber dann sehr schnell und es hat auch eine richtig coole Optik. Nun komme ich zu einem sehr besonderen Outfit und zwar das Jedi. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht so krass. Es sieht mir einfach ein bisschen zu schlicht aus, aber ich denke, vielen wird das auf jeden Fall gefallen. Ich habe für euch auch noch mal einen extra Tipp, wie ihr das Ganze noch ein Tick cooler aussehen lassen könnt. Aber ich zeige euch erstmal, wo man das Jedi-Outfit herbekommt. Alles ist nämlich an einem Ort. Ich befinde mich jetzt hier auf Jeddah, ganz rausgezoomt, etwas weiter rechts. Ihr seht, unten ist die Basis. Ich zoome auch ein bisschen ran, ich stehe direkt bei einer Schnellreise und ist gar nicht weit entfernt. Man sieht bei mir ja auch die ganzen Truhen angezeigt durch ein Map-Upgrade. Und ja, mir läuft es einfach auf die rechte Seite. Wer wissen will, wo man das Map-Upgrade herbekommt, schaut einfach auf meinem Kanal vorbei im letzten Video. Und ihr lauft dann einfach hier nach oben. Die Gegner müsst ihr erstmal natürlich ausschalten, die Wand entlang. Und hier hinten befindet sich eine spezielle Truhe. Und die öffnet ihr und dort bekommt ihr das ganze Jedi-Outfit raus. Wer das Jedi-Outfit ein bisschen tunen möchte, als Tipp kann auch gerne die Jacke vom verbrannten Outfit holen. Also da gibt es auch nur die Jacke, das ist nur ein einziges Teil. Und das passt eben perfekt zur Jedi-Hose und finde ich, sieht deutlich cooler aus. Und wo ihr das herbekommt, zeige ich euch mal. Ich befinde mich auch noch auf Jeddah, ist eine angenehme Sache, muss man nicht weit wegreisen. Ich befinde mich hier auch direkt an einer Schnellreise. Ihr seht, dahinter ist auch gleich die Basis, nicht weit entfernt. Das Ganze jetzt hier schnell vorgespult. Ihr haltet euch rechts, hüpft mit dieser Boje nach oben, katapultiert euch rüber, lauft um diesen Berg rum und auf der Rückseite befindet sich die Truhe und dort bekommt ihr das Outfit oder wie gesagt die Jacke raus. Für die Farbe befinde ich mich jetzt interessanterweise auf Kobu in einem Gebiet Nebliche Weite. Ich zoome mir auch extra ran. Ich bin direkt an einer Schnellreise. Ich hoffe, ihr habt sie freigeschaltet. Dann könnt ihr von hier auch angenehm starten und ihr findet den Weg. Ist nicht weit entfernt, die Truhe. Ihr lauft dann einfach Richtung Höhle und haltet euch links. Hier sind auch ein paar Gegner, die am besten ausschalten. Weiter hinten ist auch noch ein Boss. Ihr müsst davor aber abbiegen, links. Und dann lauft ihr durch und hier seht ihr auch schon die Truhe und dort bekommt ihr, wie gesagt, die Farbe von der Jacke raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Mehr Videos werden natürlich in der Zukunft rauskommen. Wer die nicht verpassen möchte, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Wie immer wünsche ich euch richtig viel Spaß beim Zocken. Jetzt ist das Licht hier schon ausgegangen. Feierabend. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.